Python oder JavaScript? Webentwicklung oder Data Science? Selber lernen oder Bootcamp? In diesem Video reden wir über einen der Hauptgründe, warum ganz viele Programmieranfänger sehr früh auf ihrem Weg scheitern. Fakt ist, dass die meisten Programmieranfänger viel langsamer vorankommen, als sie sich selber vorgenommen haben. Und ganz oft denken sie, es ist die eigene Motivation. Oder sie denken, sie sind selber einfach nicht gut genug. Aber das Ganze hat meistens mit etwas ganz anderem zu tun, was uns einfach davon abhält, schnell Fortschritte zu machen und einfach schnell auf ein Niveau zu kommen, wo Programmieren dann auch nochmal viel mehr Spaß macht. Das Gute ist, es handelt sich hierbei um ein Phänomen, das du auch aus deinem Alltag kennst. Und deswegen wissen wir schon so ungefähr, was wir tun müssen, um mit diesem Phänomen klarzukommen und einfach deutlich schneller Softwareentwicklung zu lernen und deutlich schneller mit unserem Plan voranzukommen. Ich selber schaue aktuell in meiner Freizeit eine Herr der Ringe-Serie an, die du bestimmt kennst. Die kommt jeden Freitag raus und ich freue mich einfach schon auf den Freitag. Und wenn es dann soweit ist und ich freitags Zeit habe, dann setze ich mich freitags vor meinen Fernseher und schaue einfach ganz entspannt im Streaming diese Serie. Und wenn ich Freitag keine Zeit habe, dann mache ich das Ganze am Samstag und es macht mir Spaß. Es ist vielleicht nicht die beste Serie, die es überhaupt gibt da draußen, aber mir gefällt es und es macht wirklich Spaß, das zu gucken. Es gibt vielleicht da draußen noch irgendwie eine andere Serie, die mir besser gefallen würde, aber ich kenne die nicht gerade und deswegen schaue ich einfach Herr der Ringe und ich bin damit auch glücklich. Ich weiß genau, was ich schauen muss, um mich zu entspannen. Was hat das Ganze jetzt mit Programmieren zu tun? Ganz einfach, es geht hier um das gleiche Konzept, das dich sonst davon abhält, Softwareentwicklung schnell zu lernen, schnell mit dem Programmieren lernen voranzukommen und möglichst schnell einen Job in der Softwareentwicklung zu finden. Und zwar ist es ganz einfach. Wenn ich abends nach Hause komme und ich will einfach Fernsehen schauen und ich habe aber keine Serie, die ich gerne anschauen würde, dann passiert Folgendes. Ich mache Netflix an, ich sippe durch alle möglichen Serien, dann mache ich vielleicht noch Amazon Prime an, sippe durch alle möglichen Serien, Filme, dann schaue ich vielleicht hier mal 5 Minuten an, dann denke ich mir, boah, ist irgendwie nicht so spannend, dann lese ich mir da nochmal einen Text durch, dann schaue ich nochmal die Vorschläge an und irgendwie ist nie was dabei, was mich so richtig catcht, worauf ich wirklich Lust habe. Dann am Ende schaue ich vielleicht die erste halbe Stunde von so einer zweitklassigen Serie und dann gefällt es mir nicht, dann langweile ich mich, dann mache ich den Fernseher ganz aus und denke mir, boah, keine Lust, ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf, ich will irgendwas anderes machen. Und der Grund, wieso ich mich nicht entscheiden kann, ist, dass ich so wahnsinnig viel Auswahl habe. Ich weiß auch bei der Herr der Ringe Serie, manche Folgen sind schlecht, ehrlich gesagt. Das ist meine Einschätzung. Ja. Also manche Folgen gefallen mir nicht. Ab und zu ist aber wieder eine richtig gute dabei. Und ich weiß einfach, dass ich das sehen will. Ich habe da Lust drauf. Und auch wenn die jetzt vielleicht mal nicht so gut ist, ja, vielleicht kommt das nächste Mal wieder eine gute. Das heißt, ich habe mich schon entschieden, ich will das Ganze sehen. Aber wenn ich abends nach Hause komme und ich muss mich erstmal dazu durchringen, eine Entscheidung zu treffen, was ich jetzt eigentlich anschauen will, dann wird das meistens nichts. Das ist viel, viel schwieriger. Und auch wenn ich irgendeinen Film finde, den ich dann am Ende anschaue, dann bin ich meistens mit der Entscheidung unzufrieden und ich gucke selten dann irgendwie eine Serie durch. Und das Gleiche passiert dir beim Programmieren lernen. Hier kannst du ein JavaScript-Tutorial machen, hier ein Python-Tutorial, dann machst du hier Unity, dann machst du hier C#. Und irgendwie kommst du aber in keiner Programmiersprache richtig voran, weil du dich nicht entscheiden kannst, wo willst du denn jetzt eigentlich wirklich gut werden? Und dieses ganze Phänomen, das nennt man auch Paradox of Choice. Wir haben so viel Auswahl, dass die Auswahl nicht gut ist, sondern eher schlecht für uns. Denn wegen der vielen Auswahl fällt es uns wahnsinnig schwer, eine gute und smarte, eine überlegte Entscheidung zu treffen. Und Entscheidungen, die kosten einfach ganz viel Willenskraft. Und deswegen ist dieses Paradox of Choice so gefährlich. Normalerweise würde man denken, mehr Auswahl ist immer besser. Ja, wenn ich jetzt zusätzlich zu Netflix und Amazon Prime noch Disney kaufe, werde ich dann eher was finden, was mir gefällt. Vielleicht werde ich den einen oder anderen Film wiederentdecken, den ich nochmal anschauen will. Aber ich sag euch, es wird nichts an der Tatsache verändern, dass ich paralysiert bin und keine wirklich gute Entscheidung treffen kann, weil ich viel zu viele Optionen habe. Und das gleiche gilt für das Thema Programmieren lernen. Allein auf Amazon gibt es über 2000 verschiedene Bücher zum Thema Python lernen. Es gibt YouTube-Tutorials da draußen zu über 100 verschiedenen Programmiersprachen.
Es gibt tausende an Tutorials alleine auf YouTube oder in irgendwelchen Blogs. Das heißt, es gibt wahnsinnig viel Auswahl. Wie beim Streaming gucken kann es aber jetzt schnell passieren, dass du einfach zu viel Auswahl hast und nicht mehr weißt, was du machen sollst. Du kaufst dir jetzt hier ein Buch, du schaust dir hier mal einen Kurs an, du machst mal ein Tutorial zu der Programmiersprache. Ah, gefällt mir schon, aber dann wird es wieder schwer. Dann hole ich mir doch wieder ein anderes Tutorial. Das alles, das musst du einfach vermeiden. Denn dieses sogenannte Paradox of Choice, das führt dazu, dass du denkst, du kommst voran, du schaust ganz viele verschiedene Tutorials mal kurz an, du liest dich in ganz viele verschiedene Bereiche ganz oberflächlich ein, aber du triffst keine Entscheidung für einen Weg, der dich wirklich weiterbringt. Und damit du nicht zu diesen Leuten gehörst, die sich nicht entscheiden können, die nicht weiterkommen, sondern zu den Leuten gehörst, die einfach sehr, sehr schnelle Fortschritte machen und jeden Tag spüren, wie sie weiterkommen und jeden Tag einen Schritt näher an ihrem Ziel sind, einen Job in der Softwareentwicklung, da solltest du dich wirklich auf einen Weg festlegen und dem dann folgen. Das heißt, du musst einmal eine Entscheidung treffen und dann ziehst du das Ganze durch. Das ist der ganze Trick dabei, genauso wie ich mich beim Stream für die Herr der Ringe-Serie entschieden habe. Ich hätte mich auch für irgendwie eine andere Serie entscheiden können, es gibt da draußen bestimmt viele gute und dann hätte ich das Ganze halt einfach angeschaut und das Ganze durchgezogen. Und das Gleiche gilt auch bei so Dingen wie Programmieren lernen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du einen Fokus hast. Und uns allen wurde im Laufe der Zeit im aktuellen Bildungssystem abtrainiert, uns auf eine Sache festzulegen und die dann durchzuziehen. Und genau das ist dieses Gefährliche an dem Paradox of Choice. Überleg dir mal, in der Uni hast du ganz viele verschiedene Module, überall lernst du wieder was anderes und im nächsten Semester, da startest du dann wieder von null und hast wieder komplett andere Fächer, die meistens überhaupt nichts miteinander zu tun haben und nicht mal aufeinander aufbauen. Und dann ist es auch noch ganz oft so, dass du schon in der Schule ganz viele verschiedene Fächer hast, die sich eigentlich gar nicht überschneiden, ja, wo du auch wirklich von Jahr zu Jahr wieder bei null anfängst, wo du ganz oft nicht das Wissen aus dem alten Fach brauchst, mit der Ausnahme vielleicht von Mathe und Englisch. Und das ist sowas, wo wir uns einfach ein bisschen abtrainiert haben, eine Sache mal wirklich durchzuziehen und einer Sache wirklich zu folgen. Aber das ist die wichtigste Eigenschaft überhaupt, um im Leben Erfolg zu haben, meiner Erfahrung nach, und eine der wichtigsten Eigenschaften auch, wenn du Programmieren lernen willst. Und genau deshalb haben wir damals auch unsere eigene Weiterbildung geschaffen, weil wir so einfach einen Weg haben, der nachweislich funktioniert, wo du darauf vertrauen kannst, dass schon deutlich über 100 Leute, Quereinsteiger vom Koch bis zum Ingenieur, einen Job als Softwareentwickler nach dieser Weiterbildung bekommen haben, indem sie einfach Schritt für Schritt genau diesem Weg gefolgt sind. Das ist ganz wichtig für dich, dass du auch cool bleibst, dass du auch weiter Spaß dann hast, dass du diesen einen Weg hast und den Schritt für Schritt durchziehst und nicht die ganze Zeit links und rechts schauen musst, sondern dich halt auf einen Weg konzentrieren kannst und so jeden Tag merkst, dass du besser wirst. Und wenn du jetzt ganz am Anfang bist, dann kannst du natürlich mal ein bisschen rumprobieren. Das haben wir alle gemacht. Wir alle haben schon mal verschiedene Tutorials gemacht. Hier gibt es auch auf diesem Kanal ganz viele Tutorials, wo du selber einfach mal ausprobieren kannst, ob dir Programmieren überhaupt Spaß macht, ob der Job als Softwareentwickler was für dich ist. Aber wenn du jetzt ein bisschen rumprobiert hast, dann solltest du dich auf einen Weg festlegen. Und wir haben einfach festgestellt, dass der Weg als Webentwickler gerade für Quereinsteiger unglaublich mächtig ist. Du lernst dort einfach die Grundlagen, das Wichtigste, was du wissen musst, um in eine gute Karriere als Softwareentwickler zu starten. Du kannst dich danach auch noch weiterentwickeln, umentwickeln, auch in andere Richtungen. Mittlerweile haben wir auch Absolventen, die Roboter programmieren. Wir haben ganz viele unterschiedliche Richtungen, in die sich unsere Absolventen mit der Zeit entwickelt haben. Aber du brauchst einfach diesen einen smoothen, entspannten Einstieg, wo du einfach weißt, wenn ich fleißig bin, wenn ich diesem Weg folge, dann bekomme ich sicher einen Job in der Softwareentwicklung. Und dann brauche ich mir keine Sorgen machen und ich muss mich nicht jeden Abend dazu entscheiden, was ich jetzt Neues mache, sondern ich kann mich darauf konzentrieren, Fortschritte zu machen. Und wenn du dich dafür interessierst, dann schau gerne auf unsere Webseite, trag dich ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Wie gesagt, das heißt nicht nur so, das ist auch wirklich kostenlos und unverbindlich. Wir schauen auch wirklich, ob das für dich interessant ist, ob du mit deinem Hintergrund und mit dem, was du jetzt so mitbringst, auch Chancen hast danach, nach unserer Weiterbildung auf dem Arbeitsmarkt. Uns ist es wichtig, dass du gut zu uns passt. Und wenn du sagst, hey, Programmieren ist für mich interessant,
Ich meine das ernst. Ich bin auch bereit, ein paar Monate wirklich hart dafür zu arbeiten. Dann informiere dich gerne über unsere Weiterbildung und wir sprechen schon bald persönlich und eruieren dann, ob wir auch dich zu einem Softwareentwickler machen können, so wie schon ganz, ganz viele Quereinsteiger vor dir. Ich würde mich sehr freuen und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Achte darauf, lass dich nicht paralysieren vom Paradox of Choice, sondern leg dich auf einen Weg fest und zieh den dann jeden Tag Schritt für Schritt durch.